Der Fall der verschwundenen Mädchen aus Alcácer ist ein Verbrechen von großer Tragweite, das sich im November 1992 in Spanien ereignete. Die Diskussionen um diesen Kriminalfall halten bis heute an. Erstens wegen der unglaublichen Brutalität der Gräueltat selbst, die von den Tätern an drei minderjährigen Mädchen begangen wurde. Zweitens, weil der Fall, obwohl er abgeschlossen ist, immer noch nicht vollständig aufgeklärt zu sein scheint. Und schließlich drittens, weil es zwei Versionen des Geschehens gibt. Die eine ist die offizielle, die andere die in der Gesellschaft meist diskutierte. Über diesen zweifellos interessanten und beängstigenden Fall werde ich Ihnen heute berichten. Alcácer ist eine kleine Stadt in der spanischen Provinz Valencia. Zum Zeitpunkt der Ereignisse hatte sie etwa 7000 Einwohner. Die Stadt selbst ist von kleinen Siedlungen umgeben, die 1 bis 2 Kilometer voneinander entfernt liegen. Die Einheimischen bezeichnen Alcácer als idealen Ort für Naturliebhaber und Wanderer. Tatsächlich lebten in dieser Stadt Mädchen, deren Leben im Zuge der schrecklichen Ereignisse, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, verkürzt wurde. Eines der Opfer hieß Antonia Gómez Rodríguez. Sie wurde am 25. Mai 1977 geboren. Zum Zeitpunkt der Ereignisse war sie 15 Jahre alt. Nahen Verwandten und Freunden von Antonia zufolge hasste sie den Namen, den man ihr bei der Geburt gegeben hatte, und bat darum, Donny genannt zu werden. Das Mädchen freute sich auf ihren 16. Geburtstag, um endlich für sich selbst sorgen zu können. Das andere Opfer, ebenfalls ein minderjähriges Mädchen, hieß María Deseada Hernández Folch oder Desiree, wie sie von ihren engsten Vertrauten genannt wurde. Sie wurde im Februar 1978 geboren. Sie war also zum Zeitpunkt der tragischen Ereignisse ein Jahr jünger als Donny. Das dritte Opfer des Verbrechens war Miriam García Iborra. Sie wurde am 28. Juli 1978 geboren. Sie war zum Zeitpunkt der Ereignisse genauso alt wie Desiree. Alle drei Mädchen wuchsen in der uns bereits bekannten Stadt Alcácer auf und waren engste Freundinnen. Natürlich gab es noch andere weibliche Gleichaltrige in ihrer Gesellschaft. Zum Beispiel Esther Díaz Martínez. Esther traf sich oft mit ihren Freundinnen und verbrachte viel Freizeit mit ihnen. An jenem unglücklichen Tag konnte sie jedoch nicht zu ihren Freundinnen kommen, weil sie krank war. Offenbar hatte sie, genau wie ihre Eltern, die Grippe erwischt und blieb lieber zu Hause. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese Entscheidung ihr das Leben gerettet hat. Am 30. November 1992 rief Donny bei einem lokalen Radiosender an und bat den Moderator, den Song Major Tom des deutschen Synthie-Pop-Musikers Peter Schilling für eine Gruppe ihrer Freunde zu spielen, zu denen auch die bereits erwähnten Mädchen gehörten. Es schien, dass die jungen Freunde eine wunderbare Zukunft vor sich hatten und ihre Jugend und das Leben im Allgemeinen wirklich genossen. Der Moderator des Radiosenders fragte Donny, wie es sein Job erforderte, was sie am Wochenende vorhatte. Das Mädchen antwortete, dass sie keine konkreten Pläne habe, aber dass sie nicht zu Hause bleiben wolle. Keiner der Hörer des Radiosenders konnte sich vorstellen, dass die fröhliche Donny und ein paar ihrer engen Freunde nach einiger Zeit verschwinden und sich von ihrem Leben trennen würden. Aus den bisher vorliegenden Beweisen lässt sich ableiten, dass Donny den Nachmittag mit Esther verbracht hat. Später kamen noch weitere Freundinnen hinzu. Dann begannen sie mit der Planung eines Ausflugs zu einer von ihren Klassenkameraden organisierten Party, die in der Nachbarstadt Picassent in einem Nachtclub namens Color stattfinden sollte. Es ist erwähnenswert, dass aus Esthers späterer Aussage nicht zuverlässig hervorgeht, welche Absichten ihre Freunde an jenem Freitagabend wirklich hatten. Bekannt ist, dass sie Esthers Haus gegen 19 Uhr verließen und mehrere andere Zeugen aus ihrem Bekanntenkreis sahen die Mädchen auf dem Weg zu einem Nachtclub. Obwohl sie weniger als ein paar Blocks von dem betreffenden Lokal entfernt gesehen wurden, kamen sie dort nie an. Denselben Zeugen zufolge beschlossen die Mädchen aus irgendeinem Grund mit dem Auto zu fahren, anstatt die kurze Strecke zu Fuß zurückzulegen. Gleichzeitig hatten sie kein Geld, um ein Taxi zu nehmen. Zumindest hatten sie nicht die Absicht, es für eine so kurze Strecke auszugeben. Einige Zeit später wurden die drei Freunde von einem anderen Zeugen gesehen.
Ihm zufolge saßen sie auf dem Bürgersteig am Straßenrand, offenbar in der Hoffnung, eines der vorbeifahrenden Autos aufzuhalten. Bei diesem Zeugen handelte es sich um einen jungen Mann namens Francisco, der in Begleitung seiner Freundin an den Freunden vorbeiging. Er war etwas älter als die Mädchen und kein enger Freund von ihnen, aber er kannte sie trotzdem vom Sehen. Schließlich bot Francisco ihnen freundlicherweise an, sie in den Club mitzunehmen. Die Mädchen willigten ohne weiteres ein und im Nu saßen sie im Auto. Der junge Mann nahm die Freundinnen wie versprochen mit. Allerdings musste er sie etwas früher als nötig absetzen, weil sein Auto eine Panne hatte. Der nächste Zeuge sah, wie die Mädchen die Hauptstraße entlang gingen, die durch die Stadt Picassent führt. Von dort aus hätten die Freundinnen sicherlich zu Fuß zu ihrem gewünschten Ziel gehen können, aber irgendetwas oder irgendjemand hat sie definitiv daran gehindert. Im Allgemeinen spielt bei allen Ermittlungen die richtig rekonstruierte Chronologie der Ereignisse eine der wichtigsten Rollen. In diesem Fall war die Chronologie jedoch eher grob und sehr vage. Hinzu kommt, dass absolut alle Zeugen, die die Mädchen kurz vor ihrem Verschwinden gesehen haben, nicht zumindest einen gewissen Zeitrahmen benennen konnten. Einige der interessantesten Zeugenaussagen stammen übrigens von einer scheinbar völlig unbeteiligten Quelle, die sich einige Tage nach der vermissten Meldung der jungen Freundinnen meldete. Es stellte sich heraus, dass Maria Dolores, eine 63-jährige Frau, die drei Mädchen gesehen hatte, die, nachdem sie einige Minuten vor ihrem Haus in Picassent gestanden hatten, in einen kleinen weißen viertürigen Wagen stiegen. Sie schätzte, dass es entweder gegen 9 oder 10 Uhr abends war. Außerdem konnte die Frau sogar die ungefähre Anzahl der Personen erkennen, die sich im Fahrzeug befanden. Sie stellte fest, dass es sich um 3 oder 4 Personen handelte und alle waren ihrer Meinung nach eindeutig Männer. Nun, diese Aussage warf einige Fragen auf. Die naheliegendste Frage könnte sich auf die mögliche Kapazität des fraglichen Fahrzeugs beziehen. Mit anderen Worten, wie konnten in einem so kleinen Auto 6 oder 7 Personen Platz finden? Leider konnte sich Maria nicht an die Marke des Wagens erinnern. Sie sagte, sie wisse nicht viel über solche Dinge. Nun, der von der Frau beschriebene Moment war offenbar das letzte Mal, dass die Mädchen lebend gesehen wurden. Hier beginnt also das Rätsel um ihr Verschwinden. Als die Teenager in dieser Nacht nicht nach Hause zurückkehrten, waren natürlich alle Eltern mehr als nur ein wenig besorgt über ihre Abwesenheit. Schließlich beschlossen alle Eltern, die sich untereinander gut kannten, zur Station der Guardia Civil zu gehen, die sich in Picassent befand. Wohlgemerkt, die Guardia Civil war damals das Gegenstück zur normalen Polizei und ich werde manchmal das Wort Polizei verwenden. Bei ihrer Ankunft meldeten die Verwandten der Mädchen deren Verschwinden und schilderten kurz alle ihnen bekannten Einzelheiten. Die Suche nach den Teenagern begann nur wenige Tage später. Am Morgen des 16. November 1992 hatten die Eltern der vermissten Mädchen immer noch keine Informationen über deren möglichen Verbleib. Dieser Umstand ließ die Angehörigen der Mädchen glauben, dass ihnen etwas Schlimmes zugestoßen war. Sie hatten ihr Zuhause noch nie für einen so langen Zeitraum verlassen und wären sicherlich nicht von zu Hause weggelaufen, zumal sie kein Geld hatten. Alle Fakten, die den Behörden zu diesem Zeitpunkt vorlagen, deuteten darauf hin, dass die Teenager von Unbekannten entführt worden war. In der ersten Woche nach dem Verschwinden der Mädchen befragten die Strafverfolgungsbehörden ihre Freunde, Verwandten und andere mögliche Zeugen, um Hinweise auf ihren möglichen Verbleib zu finden. In dieser Zeit sammelte die Guardia Civil im Wesentlichen alle wichtigen Zeugenaussagen, einschließlich der wichtigsten, die zuvor von Maria Dolores gemacht worden war. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass die Mädchen gar nicht erst in der Diskothek waren. Zumindest hatte sie niemand dort gesehen. Miriams Vater, Fernando García, war das öffentlichste Gesicht der Ermittlungen unter den Angehörigen der vermissten Mädchen. Natürlich wurden seine Aktivitäten nicht immer unterstützt, aber er war eine Art Arbeitstier und stach vor allem vor dem Hintergrund der trauernden Angehörigen hervor. Natürlich war der Mann auch sehr besorgt, aber aufgrund seines Charakters konnte er einfach nicht stillsitzen. So begann er auf allen Radiosendern und verschiedenen Fernsehsendungen aufzutreten, die ihm helfen konnten, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Fall zu lenken.
Manchmal trat er in denselben Fernsehsendungen in Begleitung von Estelle auf, einer der Freundinnen der Mädchen, die, wie wir bereits wissen, an diesem Abend zufällig zu Hause war. Fernando García hat immer wieder betont, dass er alles tun wird, um seine Tochter und ihre Freundinnen zu finden und vor allem, um die Verantwortlichen für ihr Verschwinden vor Gericht zu bringen. Nun, die Maßnahmen des Mannes, die vor allem darauf abzielten, den Fall bekannt zu machen, machten sich bald bezahlt. Eine große Anzahl von oft sehr widersprüchlichen Hinweisen kam aus der ganzen Welt. Tausende von mitfühlenden Bürgern verfolgten die Ermittlungen täglich in verschiedenen Medien. Es ging nicht nur darum, wer die Opfer der angeblichen Entführung waren. Die Bürger verstanden, dass es sich bei diesen Mädchen um ihre Nachbarn, Schwestern und sogar Töchter handeln könnte. Es ging auch um die Umgebung selbst, die offenbar nicht so sicher war, wie viele damals glaubten. Das ist der Grund, warum so viele Bürger mit den Eltern der vermissten Mädchen mitfühlten. Darüber hinaus wurde dieser kriminelle Fall für die meisten Nachrichtensendungen zu einer Art Medienbombe. Die Einschaltquoten und Zuschauerzahlen stiegen in ungeahnte Höhen. In der ersten Phase der Ermittlungen griff die Polizei zu recht merkwürdigen Maßnahmen. Mit einfachen Worten. Sie versuchten buchstäblich zumindest einige Informationen aus den lokalen Kriminellen herauszukitzeln, die in letzter Zeit auf freiem Fuß waren und zuvor an Entführungsdelikten beteiligt waren. Nun, zum Leidwesen der Strafverfolgungsbehörden führten diese Versuche nicht zum gewünschten Ergebnis und gaben keinerlei Aufschluss über das Schicksal der Mädchen. Zur gleichen Zeit ergriff das Rathaus von Alcácer seinerseits verschiedene Maßnahmen, die ebenfalls darauf abzielten, die Jugendlichen zu finden. Sie druckten eine große Anzahl von Flugblättern mit Fotos der mutmaßlichen Entführungsopfer und verteilten sie buchstäblich in der gesamten Provinz Valencia. Trotz zahlreicher Hinweise und Spuren, die von Bürgern gegeben wurden, konnte die Polizei keine Spur der Vermissten finden. Im Dezember 1992 wurde das Suchgebiet weiter ausgedehnt. Der Innenminister des Landes zeigte ein persönliches Interesse an dem Fall, über den weiterhin in allen nationalen Medien ausführlich berichtet wurde. Seine Intervention führte zur Gründung einer neuen Strafverfolgungsbehörde oder besser gesagt einer Taskforce, deren Arbeit in Zukunft mit der des FBI verglichen werden sollte. Sie wurde UCO oder Central Operations Unit genannt. Sie hatte ihren Sitz zunächst in Valencia, der größten Stadt in strategischer Nähe. Im Laufe der Zeit wurde der Fall bis zum spanischen Premierminister Felipe González Márquez herangetragen. Am Heiligabend 1992 empfing der Politiker die Familien der vermissten Mädchen in seiner Residenz und versprach, sich so weit wie möglich für die Suche nach ihnen einzusetzen. Fast unmittelbar danach wurden alle Einzelheiten des Falles an Interpol weitergegeben. Zur gleichen Zeit wurde eine weitere Ausgabe der beliebten spanischen Fernsehsendung Quién sabe dónde, zu Deutsch Wer weiß wo, die von 1992 bis 1998 auf Televisión Española lief, im Fernsehen ausgestrahlt. Sie wurde von einem in Spanien sehr bekannten Fernsehmoderator namens Paco Lobatón moderiert. Das Ziel der Sendung war die Suche nach vermissten Personen. Zu dieser Zeit war sie wahrscheinlich eine der beliebtesten Sendungen im spanischen Fernsehen. In der nächsten Ausgabe der Sendung wandte sich Miriams achtjähriger Bruder Martin an die Zuschauer, indem er seinen eigenen, vor allem aber aufrichtigen handgeschriebenen Text von einem kleinen Zettel ablas. Der Junge bat buchstäblich alle, die etwas über den Verbleib seiner Schwester wissen könnten, sich zu melden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Miriams Vater, Fernando García, bereits seinen Job gekündigt und sich voll auf die Suche nach seiner Tochter eingelassen. Er plante sogar mehrere Reisen in andere europäische Länder, um den lokalen Fernsehsendern einen detaillierten Bericht über die Entführung der Mädchen zu geben. Er versuchte auch, ein persönliches Treffen mit Papst Johannes Paul II. Zu organisieren, um ihn und andere Gläubige über das Schicksal der drei Mädchen aus der Stadt Alcácer zu informieren. Im Allgemeinen rief Fernando fast täglich in den Studios verschiedener Radiosender an und versuchte, sie an den Fall zu erinnern. Schließlich war einer dieser Anrufe gewissermaßen der Beginn einer neuen Runde in der Untersuchung des Falles. Nun, das war der Zeitpunkt, an dem die Ermittlungen endlich in Gang kamen.
Die Leichen der Mädchen wurden in dem Bergdorf La Romana, in derselben Provinz Valencia, in der Nähe des Duschtausees gefunden. Dies geschah am 27. Januar 1993. Das Dorf selbst hatte zu diesem Zeitpunkt nur einige tausend Einwohner. Es sah aus wie ein gewöhnliches Vorstadtdorf. Es war von kleinen Bergen und Hügeln umgeben. Einer derjenigen, die die Leichen entdeckten, war ein 69-jähriger Mann im Ruhestand namens Gabriel. Nach seiner Pensionierung hatte er sich der Bienenzucht zugewandt. Zuvor hatte er seinen Bienenstock auf einem Grundstück aufgestellt, das seinem Schwiegersohn gehörte. Der Schwiegersohn hieß José. Die beiden Männer kamen gut miteinander aus und verbrachten gelegentlich Zeit miteinander. Diesmal besuchten sie den Bienenstand und parkten ihr Auto nicht weit von ihrem Ziel entfernt. Es war etwa 10 Uhr morgens und das Wetter war perfekt für einen Spaziergang und zum Honigsammeln. Der Bienenstand selbst lag nicht weit von den Ruinen eines alten verlassenen Hauses entfernt. Dort angekommen, setzte sich José hin, um sich auszuruhen und eine Zigarette zu rauchen, während Gabriel es vorzog, um das verfallene Gebäude herumzugehen. Vielleicht wurde die Aufmerksamkeit des älteren Mannes in diesem Moment durch das Glitzern eines kleinen Gegenstandes erregt, der nicht weit von ihm auf dem Boden lag. Trotz seines Alters schien der Mann noch sehr gut sehen zu können. Als Gabriel den Gegenstand genauer betrachtete, erkannte er, dass sich dort etwas anderes befand. Nach einigen Augenblicken rief er den Namen seines Schwiegersohns und bat ihn, jetzt zu ihm zu kommen. Als José sich Gabriel näherte, erzählte er ihm, dass er etwas Interessantes gefunden hatte. Daraufhin näherten sich die beiden Männer langsam dem Fundort. Dort fanden sie einen Haufen verstreuter Zweige und Steine, die jemand hingeworfen hatte, als wollte er das Loch verbergen. Bald zog Gabriels Schwiegersohn die Zweige auseinander, um endlich zu sehen, was darunter lag. Das spiegelnde Objekt war nun viel besser zu sehen und war nichts anderes als eine Armbanduhr. Sie hatte eine ziemlich bizarre Form und war viel größer als eine normale Uhr. Aber das Überraschendste war nicht die Uhr selbst, sondern die Tatsache, dass sie in diesem Moment am Handgelenk eines Menschen hing. Die Entdeckung, die die Männer an diesem Tag machten, brachte nicht nur eine Reihe neuer Details in die Ermittlungen ein, sondern veränderte auch das bisherige Bild von der Sicherheit Spaniens zu dieser Zeit. Nach einiger Zeit entwickelte sich die Geschichte des mysteriösen Verschwindens der Mädchen von Alcácer zu verschiedenen Verschwörungstheorien und Gerüchten über Korruption in den Strafverfolgungsbehörden und politischen Strukturen. Aber wir wollen nicht voreilig sein. Vom ersten Tag an wurde der Einsatz am Fundort der Leichen nicht nur durch die Inkompetenz eines einzelnen Beamten, sondern auch durch die gesamte Brigade der Guardia Civil, die als erste am Tatort eintraf, beeinträchtigt. Außerdem dauerte es mehrere Stunden, bis ein hochrangiger Beamter, nämlich José Miguel Bord, der mit der Organisation der Bergung der Leichen beauftragt war, an der Ausgrabungsstelle eintraf. Es stellte sich heraus, dass er bereits an der Bergung der Leiche eines anderen Opfers in einer benachbarten Gemeinde beteiligt war. Als die beiden Imker die Grube mit den Leichen entdeckten, dachten sie, es handele sich um männliche Opfer. Sie wurden durch die Größe der Armbanduhr verwirrt, die eines der Mädchen zu diesem Zeitpunkt am Handgelenk trug. Vielleicht hatten es die Strafverfolgungsbehörden aus diesem Grund nicht so eilig, sich um die Leichen zu kümmern. An diesem Tag kam José Miguel Bord, sagen wir, eher beiläufig im Untersuchungsgebiet an. Wenig später traf auch eine neue Einsatzgruppe unter dem Kommando von Francisco Bueno von der zentralen Einsatzeinheit dort ein. Zu ihr gehörte auch Leutnant José Miguel Hidalgo Domínguez. Es sei darauf hingewiesen, dass er noch Jahrzehnte nach den Ermittlungen die Inkompetenz seiner Kollegen von der Guardia Civil lautstark beklagte. Im Großen und Ganzen hatte er wahrscheinlich seine Gründe. Der wichtigste betraf den Ausgrabungsprozess selbst oder besser gesagt die zahlreichen Fehler, die in dieser Phase gemacht wurden. Nach Ansicht von Leutnant Domínguez könnten einige der gemachten Fehler das Ende der Ermittlungen bedeuten. Aber eins nach dem anderen. Die Leichen der Mädchen wurden in einer großen Grube gefunden, die offenbar vor mehreren Monaten ausgehoben wurde. Die Überreste der Opfer befanden sich bereits im Stadium der Verwesung. José Luis Bord verbot allen, die am Fundort der Leichen anwesend waren, nicht nur mit den Medien zu kommunizieren, sondern auch ganz allgemein irgendjemanden von diesem grausigen Fund zu erzählen.
Das Verbot betraf natürlich in erster Linie die Imker, die in der Tat die Entdecker der Leichenstätte waren. Unter anderem war es praktisch allen Polizeibeamten untersagt, sich der Stätte zu nähern, ohne die Mitglieder der Taskforce um Erlaubnis zu fragen. Es ist jedoch anzumerken, dass mehrere örtliche Beamte der Guardia Civil und ihre Kollegen von den Rettungsdiensten bereits vor dem Eintreffen der valencianischen Experten auf die eine oder andere Weise an der Stätte herumgewerkelt hatten. Nun, ein solches Verhalten dieser Leute wirft sicherlich einige Fragen über ihre Kompetenz auf. Nach den Polizeiprotokollen der meisten Länder war es üblich, Tatorte oder Leichenfunde zu fotografieren, bevor man dort irgendeine Art von Untersuchung durchführte. In diesem Fall beschlossen die örtlichen Polizeibeamten jedoch, das bestehende Protokoll zu missachten und machten nur einige wenige Fotos. Auf einem davon waren die Leichen der Mädchen zu sehen, auf dem anderen alle Beweise am Fundort. Allerdings war auf diesen Bildern nicht viel zu erkennen. Der Mann, dessen Aufgabe es war, die Fundorte der Leichen zu fotografieren, behauptete, er habe seine Arbeit eingestellt, weil seine Kollegen seine Hilfe benötigten. Na gut, lassen wir diese Details beiseite. Nach einiger Zeit wurden die Leichen der Opfer aus der Grube geholt. Es stellte sich heraus, dass die Leichen die ganze Zeit über nicht nur unter einer Schicht aus Erde und Ästen lagen, sondern auch teilweise in einen Teppich eingewickelt waren. Aus einer Reihe öffentlicher Quellen geht hervor, dass einige Mitglieder des Untersuchungsteams der Meinung waren, der Teppich sei blau gewesen. Fotografien des Teppichs zeigten jedoch ein ganz anderes Bild. Es handelte sich also eher um ein dunkles Grün oder Braun, je nach Lichtverhältnissen. Was weitere Details betrifft, so war festzustellen, dass zwei oder drei Mädchen enthauptet und ihre Hände mit einem schwarzen Seil gefesselt waren. Abgesehen von den Leichen selbst wurden auch einige Fremdkörper gefunden. Allerdings war es recht schwierig festzustellen, ob sie im direkten Zusammenhang mit dem Fall standen oder nur zufällig dort gefunden worden waren. Infolgedessen wurden einige dieser Gegenstände nicht einmal als Beweismittel zugelassen. Vielleicht war dieser Umstand auch auf Fehler zurückzuführen. Unter den Gegenständen, die am Fundort der Leichen gefunden wurden, befand sich ein gewöhnliches Baumwoll-T-Shirt von ziemlich großer Größe. Den Behörden zufolge könnte es einem der Opfer gehört haben. Außerdem fand man in der Grube neben den Leichen eine zerrissene Kordjacke. Zwei Stoffstücke synthetischen Ursprungs, ein zerrissenes Stück Papier mit unleserlicher Schrift, ein Seil, einige Knochen wie ein Fingerglied und ein Segment der Wirbelsäule sowie eine Videospielkassette. Darüber hinaus wurde auch eine benutzte Patronenhülse gefunden. Man könnte meinen, dass einige dieser Gegenstände einen gewissen Wert für die Ermittlungen haben könnten, aber die traurige Wahrheit war, dass der Großteil der gefundenen Beweismittel anschließend in Plastiktüten verpackt wurde. Das scheint etwas zu sein, das immer gemacht wird, zumindest haben Sie und ich das vielleicht schon oft im Kino gesehen. Professionelle forensische Wissenschaftler würden uns jedoch wahrscheinlich widersprechen. Tatsächlich hatten Beweisstücke, die auch nur kleine Feuchtigkeitspartikel enthalten könnten, niemals in Plastik- oder Papiertüten aufbewahrt werden dürfen, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Grund dafür ist, dass sich in den Beuteln Bakterien ansiedeln könnten, was sich äußerst negativ auf den Zustand der Beweismittel auswirken würde. Leider traf dies in diesem Fall zu. Als die Leichen der Mädchen aus der Grube geborgen und ihre Eltern über den grausigen Fund informiert wurden, blieb den Behörden nichts anderes übrig, als mit der Suche nach den Tätern eines solch grausamen Verbrechens zu beginnen. Die Polizeibeamten mussten ungewöhnlich schnell handeln und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sie hervorragende Arbeit geleistet haben. Aber, so scheint es, sie mussten sich an etwas festhalten. Zunächst hatten die Behörden kein einziges Beweisstück, das auf die eine oder andere Weise auf die Identität der mutmaßlichen Täter hinwies. Nun, praktisch am selben Tag kamen solche Beweise ans Licht. Er wurde bei einer Inspektion der Bereiche in unmittelbarer Nähe des Fundortes der Überreste der Opfer gefunden. Das Indiz waren ein paar Zettel, die nichts anderes waren als ambulante Aufzeichnungen aus einem nahegelegenen Krankenhaus, das nur ein paar Autostunden nordöstlich liegt. Die Ambulanzakte selbst war im vergangenen Jahr ausgefüllt worden. Den Angaben zufolge gehörte sie einem jungen Mann namens Enrique Angeles, der in der Provinz Valencia wohnhaft war.
Außerdem war auf der Karte vermerkt, dass Enrique 1992 wegen einer nicht näher bezeichneten Form von Geschlechtskrankheit behandelt worden war. Innerhalb der ersten Stunde erfuhren die Ermittler, dass die betreffende Person zu allem Überfluss auch noch geistig zurückgeblieben war. Dieser Umstand veranlasste sie zu der Annahme, dass die Ambulanzkarte für die Behandlung der Geschlechtskrankheit nicht ihm, sondern seinem Bruder Antonio Angeles gehörte, der während seines Aufenthalts im Krankenhaus einfach beschloss, seine Daten zu ersetzen. Alles in allem war Antonio ein recht bemerkenswertes Subjekt. Er war im Jahr zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er eine weitere Strafe wegen des Besitzes und Verkaufs illegaler Substanzen verbüßt hatte. Darüber hinaus befand sich unter Antonios engen Freunden ein weiterer, sagen wir, zweitklassiger Krimineller namens Miguel Rigar. Somit richtete sich die gesamte Aufmerksamkeit der Ermittler auf diese zwei jungen Männer. Zunächst konzentrierten sich die Behörden auf die Familie Angeles, die angeblich in der Gemeinde Catarroja in der bereits bekannten Provinz Valencia lebte. Als die Polizeibeamten am Morgen des 28. Januar 1993 das Haus aufsuchten, in dem die Familie lebte, trafen sie nur wenige Verwandte von Antonio und Enrique an, darunter ihre Mutter. Ohne Zeit zu verlieren, begaben sich die Polizisten zu einer anderen Adresse, um einen anderen Verdächtigen, nämlich Miguel Rigar, festzunehmen. Dieses Mal hatten die Behörden tatsächlich Glück und erwischten den jungen Mann, als er mitten am Tag nach Hause kam. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Rigar fast sofort mehrere Polizeibeamte an der Türschwelle seines Hauses sah. Aus unerfindlichen Gründen versuchte er jedoch nicht, sich zu verstecken, sondern ging im Gegenteil direkt auf sie zu. Schließlich wurde der Mann festgenommen und bald darauf zur nächsten Dienststelle der Guardia Civil gebracht, wo er vorläufig verhört wurde. Am Nachmittag desselben Tages begannen die Polizeibeamten schließlich mit der Vernehmung des Festgenommenen. Er wurde in einen separaten Raum gebracht, der zu diesem Zeitpunkt bereits von mehreren kräftigen Männern in Zivilkleidung besetzt war. Miguel wurde höflich gebeten, sich vorzustellen und kurz etwas über sich und vor allem über seine Vorstrafen zu erzählen. Der junge Mann erzählte, dass er vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden war, nachdem er seine Strafe wegen Autodiebstahls verbüßt hatte. Außerdem erwähnte er, dass er auch ein eigenes Fahrzeug besitze, bei dem es sich übrigens um einen kleinen weißen Opel Corsa handelte. Miguels Auto schien eine vage Ähnlichkeit mit dem Fahrzeug zu haben, dessen Beschreibung zuvor von einem der befragten Zeugen abgegeben worden war. Die Behörden betrachteten ihn von nun an als den Hauptverdächtigen. Im Laufe der nächsten Stunde befragten sie den jungen Mann eingehend zu seinem Auto. Neben den ganz offensichtlichen Daten interessierten sie sich auch dafür, ob Miguel sein Auto in letzter Zeit jemandem geliehen hatte. Als er diese Frage hörte, verneinte er sie zunächst. Dann erwähnte er jedoch, dass er sein Auto manchmal einem Freund leihe, dessen Name, wie sie sich denken können, Antonio Angeles sei. Nachdem sie diese Antwort erhalten hatten, legten die Polizeibeamten besonderen Wert auf Fragen zur Identität von Antonio und seinem Bruder Enrique. In seiner Aussage zu den Angeles-Brüdern betonte Miguel ganz unverhohlen, dass Enrique ein völlig harmloser Mensch sei, der niemandem etwas zuleide tun könne. Aber über Antonio konnte der junge Mann nicht dasselbe sagen. Ganz im Gegenteil. Er gab zu, dass sein enger Freund zu einer grausamen Tat oder einem Verbrechen gegen das menschliche Leben fähig war. Natürlich wurde eine solche Aussage von Miguel offiziell als freiwillig eingestuft. Außerdem war er noch nicht offiziell angeklagt worden. Die Behörden, sagen wir, nutzten seine Unkenntnis des Gesetzes aus und bekamen seine Aussage, ohne den üblichen Druck auf ihn auszuüben. Als er gefragt wurde, wo er sich am Abend des 13. November 1992 aufgehalten habe, antwortete er, dass er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Im Allgemeinen wussten die Polizeibeamten sehr wohl, dass der junge Mann an diesen Tagen mehr oder weniger noch seine Strafe verbüßte. Sie hatten jedoch keine zuverlässigen Daten. Ein kurzer Anruf bei mehreren Gefängniswärtern bestätigte jedoch ihren Verdacht. Keiner der befragten Wärter in Miguels zugewiesenem Gefängnis konnte Aufzeichnungen darüber finden, dass der Mann an diesem Tag tatsächlich inhaftiert war. Er hatte also einfach kein Alibi. Kurz vor Mitternacht wurden Miguel seine Rechte vorgelesen und er wurde in einer Arrestzelle in Gewahrsam genommen. Von diesem Moment an wurde er der Mittäterschaft an den Morden an Miriam García Iborra, María Deseada Hernández Folch und Antonia Gómez Rodríguez beschuldigt.
Unmittelbar nach der Anklageerhebung erklärte der junge Mann, dass er nicht mehr aussagen wolle und verlangte von den Polizeibeamten, ihm einen Anwalt zur Seite zu stellen. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Miguel in Gewahrsam genommen wurde, war die große Mehrheit der verschiedenen Nachrichtenagenturen bereits in Alcácer eingedrungen. In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten würden sie alle unermüdlich selbst über die kleinsten Details dieses hochkarätigen Falles berichten, egal wie entsetzlich sie auch sein mochten. Darüber hinaus würden die Medien die Eltern der Opfer buchstäblich jagen und ihnen, gelinde gesagt, äußerst unangemessene Fragen stellen, um zu erfahren, wie sie über all das denken, was ihren Töchtern zugestoßen ist. Am 28. Januar 1993, dem Tag, an dem die Polizei Miguel festnahm, bereitete sich ein Team von 6 Gerichtsmedizinern darauf vor, mit der Autopsie der Leichen der Opfer zu beginnen. Die Leichen der Mädchen wurden schließlich in der gleichen Reihenfolge untersucht, in der sie zuvor aus der Grube in La Romana entnommen worden waren. Die Leiche von Donnie wurde zuerst untersucht. Sie war eines der beiden Opfer, denen der Kopf fehlte. Außerdem befand sich an ihrem Handgelenk die Uhr, die die Aufmerksamkeit der Leute erregte, die die Leichen fanden. Die Sachverständigen fanden fast sofort einige Anzeichen an ihrem Körper, die direkt darauf hinwiesen, dass die Täter sie wiederholt zu intimen Handlungen veranlasst hatten. Die Gerichtsmediziner waren sich jedoch einig, dass die Todesursache eine Schusswunde war. Anschließend untersuchten sie die zweite Leiche, genauer gesagt die Überreste von Desiree. Bei der visuellen Inspektion stellten die Experten fest, dass die Überreste des zweiten Opfers teilweise von einem wilden Tier gefressen worden waren. Wie beim ersten Opfer war auch der Kopf von Desiree vom Körper getrennt. Ein weiterer grausiger Umstand war das Fehlen einer der Brustwarzen des Mädchens. Sie wurde offenbar von den Tätern mit einer Zange oder einem anderen ähnlich gestaltenden Gegenstand entfernt. Die Untersuchung der Genitalien des Opfers ergab ebenfalls Spuren eines Verstoßes gegen die sexuelle Integrität des Mädchens. Die Todesursache des Mädchens war, wie im Falle von Donnie, eine Schussverletzung. Sie wies jedoch noch weitere Wunden auf, die meist durch Schläge mit einer kalten Waffe verursacht wurden. Am Nachmittag begannen die Experten schließlich mit der Untersuchung der Überreste des dritten Opfers. Miriam fehlte ein ganzes Segment ihres rechten Arms und im Gegensatz zu den beiden anderen Mädchen wurde sie wahrscheinlich noch viel schwerer geschlagen. Dies zeigte sich vor allem daran, dass ihr mehrere Zähne fehlten. Miriam war jedoch, wie ihre Freundinnen, Opfer eines Verstoßes gegen ihre sexuelle Integrität geworden. Am 30. Januar 1993 sprach Miguel schließlich und gab die erste Version seiner Zeugenaussage ab. Berichten zufolge war der Täter unter Druck gesetzt worden, indem man ihm kein Wasser und keine Nahrung gab und ihn zwang, immer auf geraden Beinen zu stehen, um ihn so schnell wie möglich zum Reden zu bringen. Im Rahmen seines Gedächtnisses erzählte er den Ermittlern seine persönliche, subjektive Chronologie der Ereignisse in der Nacht, in der er und Antonio Angeles die drei Mädchen entführten. Miguel zufolge holten sie ihre Opfer in der Stadt Picassent ab. Sie sollen dies in einem anderen Fahrzeug getan haben, dessen Aussehen in starkem Kontrast zu dem Fahrzeug stand, das einer der Zeugen gesehen hatte. Auf jeden Fall behauptete Miguel, dass sie unmittelbar danach gemeinsam nach La Romana fuhren. Während dieser Fahrt, die nach Angaben des Täters etwa mehrere Stunden dauerte, sollen die Mädchen keine besonderen Bedenken geäußert oder versucht haben, das Fahrzeug zu verlassen. Es liegt auf der Hand, dass einige der Angaben des Täters nicht besonders aussagekräftig und höchstwahrscheinlich auch nicht ganz zuverlässig waren. Zumindest deshalb, weil sie praktisch unmöglich zu überprüfen waren. Nun gut, Miguel setzte seine Erzählung fort und erklärte, dass er, als sie ihr Ziel erreicht hatten, mit der jungen Desiree intim wurde, während Antonio mit den zwei anderen Mädchen zur Seite ging. Aus Miguels Sicht war die Intimität zwischen ihm und der minderjährigen Desiree rein einvernehmlich und dauerte etwa 20 Minuten. Danach sollen in der Ferne 3 Schüsse aus einer Schusswaffe in Antonios Besitz ertönt sein. An diesem Punkt wurde Miguels Darstellung noch vager. Er war nie in der Lage, genau zu sagen, was mit den Opfern geschah. Ob er direkt in den Mord verwickelt war und warum sie sich überhaupt dazu entschlossen haben, ihn zu begehen. Unmittelbar nachdem die Mädchen aus dem Leben geschieden waren, gingen die beiden jungen Männer angeblich zu einem Haus und nahmen einen Teppich mit, in den sie die Leichen der Opfer einwickelten. Mit diesen Worten endete das erste Geständnis des Täters.
Auch hier war der Wahrheitsgehalt dieser Version praktisch nicht überprüfbar. So wäre es für die Behörden nun nicht überflüssig, die Aussage eines weiteren Mittäters einzuholen. Doch wie wir bereits wissen, gab es dabei einige Schwierigkeiten. Tatsächlich wurde Antonio Angeles in letzter Zeit von keinem seiner Bekannten und Familienmitglieder gesehen. Außerdem gehörte Antonio nach Angaben der nahen Verwandten des jungen Mannes, sagen wir, zu bestimmten Minderheiten. Mit anderen Worten, er mochte angeblich überhaupt keine Mädchen. Angesichts dieser Umstände gingen die Behörden davon aus, dass er die Verbrechen allein aus Hass auf das weibliche Geschlecht begangen haben könnte. Natürlich nahm keiner der erfahrenen Kriminalbeamten solche Schlussfolgerungen ernst. Infolgedessen wurde die Polizeipräsenz im Haus der Familie Angeles nur noch verstärkt. Darüber hinaus wurden innerhalb weniger Tage praktisch alle Familienmitglieder erneut befragt. Als sich die Suche nach Antonio Angeles ausweitete und Interpol eingeschaltet wurde, erhöhten die örtlichen Polizeibeamten den Druck auf Miguel, die zusätzlichen Informationen zu liefern, die zur Vervollständigung des Rätsels noch fehlten. Zum Beispiel waren die Ermittler an Details über den Ort und die Zeit des Todes der Mädchen interessiert, ebenso wie daran, wie es genau passiert ist. Natürlich ergaben sich einige Antworten auf diese Fragen indirekt aus den ersten Autopsien der Leichen der Opfer. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Team der Gerichtsmediziner bei der Analyse der Leichen eine ganze Reihe von unvorstellbaren Fehlern machte. Tatsächlich hatten die Experten vor der Autopsie alle drei Leichen mit Wasser fast sauber gewaschen. Infolgedessen könnte ein Großteil der wichtigen Beweise buchstäblich den Abfluss hinuntergespült worden sein. Am Tag nach der ersten Autopsie wurde eine zweite, gründlichere Autopsie durchgeführt. Sie fand zunächst auf Wunsch der Eltern der Opfer selbst statt. Für die zweite Autopsie war Dr. Luis Frontela Carreras zuständig. Außerdem waren bei der Gerichtsverhandlung selbst mehrere offizielle Beobachter anwesend, die Videoaufnahmen anfertigen sollten. Im Allgemeinen äußerte sich Dr. Carreras wie auch eine Reihe anderer an der Untersuchung des Falles beteiligter Personen sehr negativ über die Arbeit seiner Kollegen. Er warf ihnen vor, nicht nur alle möglichen Beweise von der Oberfläche der Leichen weggewaschen zu haben, sondern auch alle Haare, die auf den Leichen gefunden wurden, in einem Behälter gesammelt zu haben. Außerdem hätten sie andere Beweise weggeworfen, die für das forensische Team zu einem späteren Zeitpunkt hätten nützlich sein können. Die Beweise bezogen sich angeblich auf Larven, die auf den Leichen gefunden wurden. All dies hätte zu erheblichen Diskrepanzen führen können, die sich beispielsweise beim Abgleich der Aussagen der Angeklagten mit den bei der Autopsie ermittelten Fakten ergeben hätten. Es stellte sich heraus, dass die Gerichtsmediziner insgesamt 15 Schamhaare fanden, von denen 12 zur allgemeinen Überraschung weder Ricard noch Angeles gehörten. Eines der Haare war grau und konnte überhaupt nicht analysiert werden. Außerdem stellte Dr. Carreras fest, dass diese Haare zu mindestens 5, vielleicht sogar 7 verschiedenen Personen gehörten, die auf die eine oder andere Weise an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein könnten. Wie ich bereits erwähnt habe, wurden die Maden, die auf den Körpern der Opfer gefunden wurden, vom ersten Expertenteam einfach weggeworfen. Aus diesem Grund konnte Carreras sie nur anhand der Fotos untersuchen, die während der ersten Autopsie gemacht worden waren. Nach Einschätzung der Experten variierte die Größe der Larven untereinander stark und entsprach nicht ganz dem Verwesungszustand der Leichen der Opfer. Diese Vermutung lässt den Schluss zu, dass die Jugendlichen ursprünglich an einem anderen Ort begraben wurden und die Täter, wer auch immer sie waren, ihre Leichen erst nach einiger Zeit an den endgültigen Ort brachten. Schließlich schlug der Arzt vor, dass die Leichen der Mädchen nur kurze Zeit im Wasser gelegen haben könnten. Darauf deutet das Fehlen von Leichenflecken und Blutergüssen auf den Körpern hin. Nach einer kurzen Zeit legte Miguel ein neues Geständnis ab. Im Rahmen der zweiten Version des Geschehens machte Miguel viel mehr Angaben, was wiederum den Ermittlern half, das Bild der Geschehnisse jener Nacht etwas besser zu verstehen. So berichtete der Täter, was zwischen der Entführung der Mädchen in der Stadt Picassent und ihrer anschließenden Beerdigung in einer Grube in La Romana geschah. Dem jungen Mann zufolge brachten sie die Mädchen nach ihrer Entführung nach La Romana. Eigentlich war dies bereits bekannt. Unterwegs begann eine der Entführten zu schreien und versuchte vergeblich aus dem Auto zu steigen. Dadurch wurde Antonio Angeles aus dem Gleichgewicht gebracht und erschlug ihr mit einer Pistole ins Gesicht und schlug ihr mehrere Zähne aus.
Diese Details stehen im völligen Widerspruch zu der Geschichte, die der Täter zuvor erzählt hatte, als er behauptete, die jungen Freundinnen seien aus freien Stücken mitgefahren. In seinem zweiten Geständnis sagte Miguel jedoch, dass er und Angeles die Mädchen in eine verlassene Hütte in La Romana gebracht hätten, um sie zu verführen. Offenbar bezog er sich dabei auf die Ruinen, in deren Nähe die Leichen der Opfer gefunden wurden. Am Ende änderten sich viele Details von Miguels erstem Geständnis. Dieses Mal gab er zu, dass er und Antonio sein Fahrzeug für die Entführung benutzt hätten. Während einige Ermittler mit Miguel zusammenarbeiteten, fahndeten andere weiter nach dem Hauptverdächtigen, nämlich Antonio Angeles. Vielleicht kann man nicht sagen, dass Angeles spurlos verschwunden ist. Zumindest sah es auf den ersten Blick nicht so aus. Im Gegenteil, es schien, als hätte er den Behörden absichtlich einige Hinweise und Nachrichten über sich selbst hinterlassen, wo immer er auch war. In den ersten Tagen seiner Suche gingen bei der Polizei verschiedene Berichte von Augenzeugen ein, die den jungen Mann gesehen und sogar an dem einen oder anderen Ort Kontakt mit ihm gehabt hatten. Einer der Personen, die Angeles gesehen hatten, war ein Taxifahrer, der den Kriminellen in den ersten Tagen durch die Stadt fuhr, ohne zu wissen, dass er von der Polizei gesucht wurde. Ein anderer war ein Friseur. Ihm zufolge wandte sich Antonio hilfesuchend an ihn und bat ihn, seine Haare in einen dunkleren und unauffälligeren Farbton umzufärben. Zuvor war der junge Mann ausschließlich mit aufgehelltem Haar unterwegs. Etwa zur gleichen Zeit versuchte Angeles, ein Zimmer in einem Motel zu mieten, wurde aber abgewiesen. Der Grund für die Ablehnung war recht trivial. Der Angestellte hinter dem Schalter erkannte den Täter. Alles in allem ist das nicht überraschend. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann wahrscheinlich einer der meistgesuchten Männer in Spanien. Es stellte sich heraus, dass er praktisch keine Chance hatte, aus dem Land zu fliehen, ohne gewisse Probleme zu bekommen. Und schon gar nicht hatte er die Möglichkeit, seinen richtigen Namen und seine richtigen Papiere zu benutzen. Leider traf die Polizei diesmal zu spät an dem Ort ein, an dem der Verbrecher zuvor gesehen worden war, und Antonio konnte entkommen. Seitdem hat seine Ergreifung für die Polizei Priorität. Zumindest sagten das hochrangige Beamten. Zunächst erklärten sie einhellig, die Polizei sei dem Verbrecher auf der Spur und werde ihn eines Tages sicher fassen. Allerdings schien er ihnen einen Schritt voraus zu sein und alle ihre Aktionen vorauszusehen. Anfang Februar 1993 kamen neue Informationen über den Flüchtigen ans Licht. Ein Mann, der nach eigenen Angaben Lastwagenfahrer war, wandte sich an die Polizei. Ihm zufolge hatte er am Vortag den mutmaßlichen Täter auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs entdeckt. Angeles sah ein wenig anders aus als auf den Fahndungsfotos der Polizei. Zunächst einmal hatte sich seine Gesichtsbehaarung verändert. Vielleicht hatte er sein Aussehen absichtlich verändert, um sich als eine andere Person auszugeben. Seitdem erhalten die Behörden regelmäßig Meldungen über einen jungen Mann, der auf die Beschreibung des gesuchten Verbrechers passt und in leeren LKW-Containern durchs Land reist. Einmal wurde die Polizei von Mitarbeitern einer Reederei kontaktiert, die sagten, sie hätten einen Mann mit einer ähnlichen Beschreibung auf ihrem Schiff gefunden. Das Schiff selbst war auf dem Weg nach Irland. Leider gelang es den Seeleuten dann nicht, den ungebetenen Gast festzuhalten, und es gelang ihm, über Bord ins Meer zu springen. Natürlich sah das alles nach Gerüchten aus, die entweder von der Presse oder von den Behörden selbst erfunden wurden, die einfach keine Lust mehr hatten, den Flüchtigen zu jagen. Aber selbst wenn es sich um Gerüchte handelte, wurden sie von Jahr zu Jahr wieder aufgegriffen. Am 2. März 1993 lieferte Miguel Rigar erneut einige neue Details zu dem von ihm und seinem Komplizen Antonio Angeles begangenen Verbrechen an drei minderjährigen Mädchen. Diesmal beschrieb der Angeklagte die Waffe, die sein Freund in jener Nacht besaß. Ihm zufolge trug Angeles eine 9mm Pistole bei sich, die er zuvor von einem Straßenhändler erworben hatte. Die Waffe selbst war praktisch nicht auffindbar. Miguel versicherte jedoch, dass die Waffe in der Vergangenheit mit anderen Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht worden war. Außerdem erklärte Rigar, dass die Sexualdelikte an den Opfern hauptsächlich in den Ruinen von La Romana stattfanden, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem die Leichen der Opfer schließlich vergraben wurden.
Die Polizei räumte ein, dass die hauptsächlichen Übergriffe auf die Mädchen auch anderswo stattgefunden haben könnten. Aber da sie keine oder nur wenige Möglichkeiten hatte, dies zu beweisen, musste sie sich auf die Aussage von Miguel verlassen. Gleichzeitig ergab die Besichtigung der Ruinen als Schauplatz des Geschehens keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Taten dort stattgefunden haben. Wichtig ist auch, dass Ricard dieses Mal versuchte, sein Handeln mit den Drohungen zu rechtfertigen, die sein Freund angeblich gegen ihn ausgesprochen hatte. Angeles zwang ihn, die Mädchen zur Intimität zu zwingen, indem er ihn mit einer Waffe bedrohte. Außerdem erwähnte Miguel, dass sie in dieser Nacht nicht ständig bei den Opfern waren. Ihm zufolge fesselten sie die Mädchen einfach und fuhren in die Stadt Catadao in der Provinz Valencia, um in einer öffentlichen Bar zu essen und zu trinken. Erst danach kehrten sie zu den Ruinen zurück, um den Opfern ein für allemal den Garaus zu machen. Natürlich ist zu erwähnen, dass die Ermittlungen in diesem Fall äußerst schwierig und nicht unerheblich langwierig waren. Dies lag nicht nur an der Langsamkeit der spanischen Justiz selbst, sondern auch an den Aktionen von Fernando García. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieser der Vater eines der Opfer war. Aber über seine Handlungen und seine Sicht auf die Ermittlungen selbst werden wir noch später zu sprechen kommen. Im Allgemeinen hat der Prozess so oder so begonnen. Die erste Verhandlung im Fall der Entführung und des dreifachen Mordes an den Alcácer-Mädchen begann am 12. Mai 1997 in der zweiten Abteilung des Landgerichts von Valencia. Miguel Ricard sah endlich den Gerichtssaal, mehr als 4 Jahre nach seiner offiziellen Verhaftung. Den Vorsitz des Prozesses führte Mariano Tomás Benítez, ein bekannter Richter aus Spanien, der an vielen wichtigen Gesetzgebungs- und Strafverfahren des Landes direkt beteiligt war. In der ersten Phase des Prozesses versuchte die Staatsanwaltschaft, den Charakter und das psychologische Profil des Angeklagten zu hinterfragen. Mit anderen Worten, die mit dem Fall befassten Sachverständigen argumentierten, dass Miguel lediglich als Komplize von Antonio gehandelt habe. Miguel selbst erklärte regelmäßig, er habe auf Anweisung seines Freundes gehandelt und eine gewisse Angst um sein Leben gehabt. Außerdem wurde Miguel in den ersten Tagen seiner Inhaftierung ein Pflichtverteidiger zugewiesen, mit dem er jedoch aus irgendeinem Grund nicht zufrieden war, sodass er in der Folgezeit insgesamt 7 Anwälte hatte. Sein letzter Rechtsvertreter war Manuel López Almanza. Als Hauptverteidiger des Angeklagten in einem der aufsehenerregendsten Fälle des Landes musste Manuel mehr als 8000 Dokumente im Zusammenhang mit dem begonnenen Prozess durchsehen. Darunter befanden sich zahllose Berichte verschiedener Sachverständiger, Miguels eigene wiederholte und abweichende Geständnisse sowie einige der im Laufe der jahrelangen Ermittlungen gesammelten Beweismittel und Polizeiaufzeichnungen. Der Prozess dauerte fast 3 Monate. Der vielleicht kurioseste Moment des gesamten Prozesses war die Aussage des Anwalts des Angeklagten, der wiederholt erklärte, die Behörden hätten nur ein einziges Beweisstück, das seinen Mandanten und Antonio Angeles mit dem Verbrechen in Verbindung bringe, nämlich ein Stück Papier aus einem benachbarten Kartenhaus, ausgestellt auf den Namen von Enrique Angeles. Und es stimmt, dass an dem Ort, an dem die Leichen gefunden wurden, nicht viele Beweise gefunden wurden. Außerdem hat das Team, das dort vor dem Eintreffen von Fachleuten gearbeitet hat, einige ziemlich grobe Fehler gemacht. Sie haben nicht einmal das unberührte Erscheinungsbild des Fundortes selbst richtig fotografiert. Außerdem haben sie alle möglichen Beweise auf einen Haufen geworfen, um nicht jeden Gegenstand einzeln zu fotografieren. Aber auch die erste Autopsie und insbesondere die Videoaufzeichnung dieses Vorgangs warfen viele weitere Fragen auf. Sie wurde ohne Ton aufgezeichnet und ihre Dauer war merklich verkürzt. So wurde vor Gericht statt der stundenlangen Aufzeichnung nur ein kleiner, äußerst chaotischer Ausschnitt des Vorgangs gezeigt. Generell bestand die Untersuchung dieses Falles, wie ich bereits ausgeführt habe, aus einer Reihe von Fehlern. Auch die Aufzeichnung der zweiten Autopsie erwies sich als ziemlich schlampig. Sie schien in aller Eile durchgeführt worden zu sein und war eher eine Wiederholung der ersten Obduktion. Natürlich enthielten die Autopsieergebnisse eine ganze Menge physischer Beweise. Das war schwer zu leugnen. Ohne sie hätten sich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht auf nichts stützen können. Das Geständnis des einzigen Angeklagten, das den Behörden vorlag, war nicht besonders zuverlässig. Außerdem änderte Miguel während seiner Festnahme von Zeit zu Zeit seine Aussage und fügte verschiedene neue Details hinzu.
Er behauptete sogar, dass er unter dem Druck von Mitgliedern der Guardia Civil lügen musste. Angeblich bedrohten sie ihn und seine Angehörigen. Der Prozess kam jedoch zu seinem logischen Ende. Die Öffentlichkeit wartete gespannt auf Informationen über das Schicksal von Miguel Ricard, die erst etwas später, nämlich im September 1997, bekannt wurden. Richter Mariano Tomás Benítez verkündete das Urteil und verurteilte den Verbrecher zu einer Haftstrafe von 170 Jahren. In dem langwierigen Prozess wurde Miguel der Entführung, des Mordes, der Verleitung zur Intimität und der Unterschlagung von Beweismitteln für schuldig befunden. Auf den ersten Blick hätte es für fast alle Bürger des Landes, die den Verlauf dieses aufsehenerregenden Falles verfolgten, den Anschein haben können, dass Miguel nie wieder auf freien Fuß kommt. Im Jahr 2013 wurde der Verbrecher jedoch aus dem Gefängnis entlassen. Solche Umstände erscheinen unglaublich, vor allem wenn man das Urteil bedenkt, das Miguel zuvor verkündet wurde. Bevor ich Ihnen also erzähle, wie der Verurteilte es tatsächlich geschafft hat, freizukommen, sollte ich ein paar Erläuterungen zur Arbeit des spanischen Justizsystems geben. Wie Sie wissen, ist Spanien Teil der Europäischen Union und dies hat einen gewissen Einfluss auf verschiedene Prozesse im Land. Insbesondere auf die Existenz einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen im Zusammenhang mit Haftstrafen. Viele Jahre lang betrug die Höchststrafe, die ein Straftäter in den Mauern des Zuchthauses verbringen konnte, 30 Jahre. Darüber hinaus konnte diese Strafe aufgrund des guten Verhaltens des Straftäters oder der Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen innerhalb des Gefängnisses verkürzt werden. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, während des Prozesses gegen Henry Parro, ein Mitglied einer baskischen separatistischen Terrororganisation, zog es die spanische Regierung jedoch vor, besonders gewalttätigen Straftätern strengere Freiheitsbeschränkungen bis hin zu lebenslanger Haft vorzuhalten. Henry Parro wurde übrigens zu einer Haftstrafe von 4.797 Jahren verurteilt. Wie Sie verstehen, könnte dieses Urteil ebenso wie das von Miguel Ricard bedeuten, dass er nie wieder frei sein wird. Und doch gab es in der Weltgeschichte Präzedenzfälle, dank derer die Entscheidung des Gerichts schließlich revidiert wurde. Genau das ist im Fall Ricard geschehen. Im Jahr 2013 brachte der Rechtsvertreter des Verurteilten seinen Fall vor den Europäischen Gerichtshof, der gegen die spanische Justiz entschied. Die Vertreter des Europäischen Gerichtshofs waren nämlich der Ansicht, dass eine so lange Haftstrafe für den Verurteilten eine extrem grausame und ungerechtfertigte Strafe sei. Es muss gesagt werden, dass es ihnen egal war, wie schrecklich die Straftat war, die er begangen hatte, und ob er überhaupt in der Lage sein würde, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. So kam es, dass Ricard nur 20 Jahre im Gefängnis verbrachte. Während seiner Inhaftierung schien er ein völlig anderer Mensch zu werden. Aus dem einst jungen Burschen wurde ein korpulenter, kahlköpfiger, bärtiger Mann mit blassem Blick. Als Miguel die Mauern des Gefängnisses verließ, bedeckte er sorgfältig sein Gesicht, um es vor den Reportern zu verbergen, die sich inzwischen in der Nähe versammelt hatten. Sie hatten gehofft, wenigstens ein paar Bemerkungen von dem Mann zu hören, aber er zog es vor, zu schweigen und ging langsam in Richtung Bahnhof. Mit dem Geld, das er während seiner Inhaftierung im Gefängnis verdient hatte, kaufte Miguel eine Fahrkarte und bestieg einen Zug, der in eine nahegelegene Gemeinde fuhr. Dort stieg Miguel in ein Auto um und reiste nach Madrid. Am darauffolgenden Tag gab der Mann einem lokalen Fernsehsender ein einziges Telefoninterview, in dem er erklärte, dass er der Straftaten, für die er verurteilt worden war, nicht schuldig sei. Außerdem beschuldigte er die Staatsanwälte, die ihn seiner Meinung nach reingelegt hatten. Natürlich wurde Miguel nach seiner Entlassung in keiner spanischen Stadt herzlich empfangen. Nachdem er die Hälfte seines bewussten Lebens hinter Gittern verbracht hatte, wurde er vielleicht zu einer der meistgehassten Personen des Landes. Die Menschen in seiner Umgebung hielten sich von ihm fern, vor allem, wenn sie ihn als Mörder erkannten. Deshalb zog es Miguel vor, sich von der Gesellschaft fernzuhalten. Bis heute gilt der Fall der vermissten Mädchen von Alcácer offiziell als gelöst. Der Aufenthaltsort eines der Verdächtigen bleibt jedoch unbekannt. Möglicherweise ist er längst verschwunden. Es ist also an der Zeit, sich mit der sogenannten alternativen Version des Verbrechens zu befassen, die von Fernando García und Juan Ignacio Blanco so aktiv gefördert wurde.
Fernando García, der Vater eines der Opfer, versuchte alles, um den Prozess hinauszuzögern, und als er vorbei war, kritisierte er ihn offen. Insbesondere kritisierte er die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, des Generalstaatsanwalts und des Richters selbst, der eine auf den ersten Blick logisch erscheinende Entscheidung getroffen und einen der Täter zu einem verdienten Urteil verurteilt hatte. Vielleicht sollten wir die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen, um die Beweggründe von Fernando García so weit wie möglich zu ergründen. Am 9. Mai 1997 verlangte Fernando, der Vater von Miriam García, als Bevollmächtigter der Familien der drei Opfer vom Staatsanwalt und vom Richter, dass sie die Verhandlung des Falles zumindest eine Zeit lang aussetzen. Wie Sie und ich bereits wissen, geschah dies kurz vor Prozessbeginn. Fernando war der Meinung, dass er viel mehr Beweise hätte sammeln müssen und hat in der Tat neue Untersuchungen der sterblichen Überreste der Opfer und anderer Beweise mittels DNA-Tests eingeleitet. Der Hauptgrund, warum Fernando den Prozess verschieben wollte, waren die von Dr. Carreras gelieferten Informationen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Dr. Carreras derjenige war, der die zweite Autopsie an den Leichen durchgeführt hat. Nach Angaben des Arztes enthielt ein Teil des Teppichs, in den die Überreste der Mädchen eingewickelt waren, nicht getestete DNA. Mit anderen Worten, der Teppich selbst enthielt entweder einen Blutfleck oder einen menschlichen Samen, der von den Behörden nicht ordnungsgemäß analysiert worden war. Der Arzt selbst war zuvor nicht in der Lage gewesen, solche Tests durchzuführen, da es in dem Land zu dieser Zeit keine Technologie gab, um diese Art von Analyse durchzuführen. Infolgedessen ging Fernando völlig in dieser bisweilen obsessiven Idee auf. Dabei störte ihn nicht einmal die Tatsache, dass seine eigene Ehe in die Brüche ging. Und es war nicht einmal so, dass seine Frau ihn verlassen wollte. Nein, es war tragischer als das. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr die Frau, dass sie krank war. Infolgedessen wurde sie mit einer schweren Krankheit praktisch allein gelassen. Aber auch das schien ihren Mann nicht zu kümmern. Er konzentrierte sich auf eine Sache, nämlich für die Wahrheit zu kämpfen. Anfangs freute sich Fernando wie viele andere Betroffene auch auf den Prozess und die endgültige Verurteilung des Täters. Doch als es endlich so weit war, hatte er das Gefühl, sich verrechnet zu haben. Der Mann hatte generell Zweifel an der Integrität der von den Strafverfolgungsbehörden des Landes durchgeführten Ermittlungen. Außerdem hatte er fast ein Jahr zuvor auf wundersame Weise Zugang zu einer Reihe von Polizeiberichten erhalten, in denen der Fortgang der Ermittlungen beschrieben wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fernando bereits neues Wissen und nicht zuletzt eine Reihe neuer Bekannter erworben. Einer von ihnen war Juan Ignacio Blanco, ein landesweit anerkannter Kriminologe und Autor eines Buches mit dem Titel True Crimes. Zur gleichen Zeit moderierte Juan eine relativ populäre Fernsehsendung, die sich ausschließlich mit hochkarätigen Kriminalfällen befasste. Es stellte sich heraus, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits ernsthaft an dem Fall der verschwundenen Alcácer-Mädchen interessiert war und sogar seine eigenen Ermittlungen durchführte, die seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Nach einer zufälligen Bekanntschaft mit Fernando erhielt Juan auch Zugang zu einigen Akten des Falles und so kamen die Männer zu einem gemeinsamen Schluss, dass die Behörden praktisch keine Beweise gegen Manuel Rigar und Antonio Angeles hatten. Natürlich wurde den neuen Bekannten klar, dass die Strafverfolgungsbehörden ein Geständnis von dem Täter hatten. Aber natürlich konnte er im letzten Moment behaupten, dass er aufgrund des unglaublichen Drucks der Polizei gelogen habe. Und was dann? Gleichzeitig glaubten weder Fernando noch Juan ganz daran, dass Rigar und Angeles allein gehandelt haben könnten. Nein, sie leugneten ihre Schuld keineswegs, aber ihrer Meinung nach waren diese zweitklassigen Kriminellen nur ein Teil von etwas Größerem und wurden so zu Sündenböcken, während die großen Figuren der Unterwelt die ganze Zeit über im Schatten geblieben waren. Aus diesem Grund begannen die Männer sogar, einige der örtlichen Justizbeamten zu verdächtigen, mit mächtigen kriminellen Elementen zusammenzuarbeiten. Zumindest konnten sie keine andere Erklärung für die Tatsache finden, dass die Behörden das Gesamtbild, das sie sahen, nicht erkannt hatten. Zweifellos sahen die Aussagen von Fernando und Juan so aus, als hätten sie eine weitere Verschwörungstheorie erfunden und gehörten zu den ersten, die an deren Wahrheitsgehalt glaubten. Sie nahmen bereitwillig an verschiedenen Fernsehsendungen teil und gaben lautstarke Erklärungen ab, in denen sie hochrangige Regierungs- und Strafverfolgungsbeamte der Mitschuld an dem Verbrechen beschuldigten.
Auch Fernando selbst vergaß nicht, Anschuldigungen gegen Mitglieder der spanischen Guardia Civil zu erheben, die an der Exhumierung der Leichen beteiligt waren. Diese seien in dieser Angelegenheit so inkompetent gewesen, dass sie wichtige Beweise einfach verloren oder unbewusst zerstört hätten. Die Familie von Donny unterstützte ihn nach wie vor, aber die nahen Verwandten eines anderen Opfers, nämlich Desiree, rieten ihm, damit aufzuhören und die Behörden nicht zu alarmieren. Die Mutter von Desiree wollte generell nicht, dass der Name ihrer Tochter in irgendeiner Weise mit den sogenannten alternativen oder parallelen Ermittlungen, die Fernando und Juan durchführten, in Verbindung gebracht wurde. Die Männer waren jedoch nicht mehr zu bremsen. Sie glaubten, dass die Mädchen Opfer einer großen kriminellen Gruppe waren, die von mächtigen Politikern und Geschäftsleuten angeführt und von den Strafverfolgungsbehörden gedeckt wurde. Fernando und Juan zufolge produzierte und verkaufte diese kriminelle Gruppe kurze Videos, auf denen Minderjährige tatsächlich gefoltert und missbraucht wurden. Diese Anschuldigungen nahmen eine noch viel größere Wendung, als Juan Ignacio Blanco begann, öffentlich über ein angebliches Video in seinem Besitz zu sprechen, das Entführungsopfer zeigt. Nach seinen Angaben wurde ihm das Band von einem Pfarrer aus Alcácer übergeben. Dieser teilte Juan angeblich mit, dass ein an der Straftat beteiligter Mann ihm das Band übergeben habe, weil er sich für seine Tat schuldig fühlte. Juan selbst behauptete, dass er zur gleichen Zeit eine Kopie des Videos an den spanischen Innenminister weitergegeben habe. Es ist schwer zu beurteilen, ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht. Wenn ein solches Video wirklich existierte, warum haben die spanischen Behörden nichts unternommen? Vielleicht ist das Image von Fernando García und Juan Blanco daran schuld. Schließlich haben sowohl García als auch Blanco weder Kosten noch Zeit gescheut, um ihre alternative Theorie zu verbreiten. Die Männer hatten jedoch keine konkreten Beweise und alles, was sie taten, war, Anschuldigungen gegen angesehene Personen zu erheben. Im Juli 2009, nach einer langen Reihe von Misserfolgen, gerieten die Männer in echte Schwierigkeiten. Sie nahmen an den Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm über den Prozess gegen Mirel Rigard teil. Im Laufe des Films erhoben sie immer wieder Anschuldigungen gegen den Chefankläger Enrique Beltrán und behaupteten, er habe mit anderen hochrangigen Beamten konspiriert, um den Fall zu vertuschen. Nach solchen Anschuldigungen drohten den Männern natürlich nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch Gefängnisstrafen. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft 16 Jahre für die Männer gefordert, aber das Gericht war sehr viel nachsichtiger mit ihnen. Nachdem sie in den Schatten getreten waren, erinnerten sich Fernando und Juan im Jahr 2013 erneut. Sie gaben erneut das Video bekannt, das sie in ihrem Besitz hatten. Sie drohten sogar damit, es auf einer Videoplattform zu veröffentlichen, um die spanische Regierung endlich zum Handeln zu zwingen und ihre Reihen zu säubern. Dies geschah jedoch nie. Nach Aussage der Männer haben sie diesen Schritt nicht unternommen, weil die Personen, die durch das Video entlarvt werden könnten, mit Sicherheit alles tun würden, um sie vom Erdboden zu tilgen. Alles in allem haben weder Fernando noch Juan etwas anderes erreicht als etwas Publicity und einen erheblichen finanziellen Verlust. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.